Liebe Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Little Big Planet 3. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen in ein anderes Level, denn bei dem Level davor hatte ich ja so meine Schwierigkeiten und ja, jetzt noch eine dritte Folge euch anzutun und dass ihr mir zuschaut, wie ich drauf gehe, das will ich nicht. Drum gucken wir uns das neue Level an, was da zu tun ist und bin mal gespannt, wie das ablaufen wird. Ich hoffe, dass es besser laufen wird, weil das letzte war ja gar nichts. Jetzt hören wir uns aber zu. Für die Königin von Bankam. Pampig, klebrig und widerlich. Wie kann die Wummel es wagen, hier zu sein? Wo muss ich lang? Okay, also. Hüpfen wir mal da runter. Okay, Seifenblasen. Denen muss ich anscheinend immer ausweichen, weil sonst fluppe ich sonst wohin. Oh, oh je, es geht ja schon wieder gut los. Aber das Level schaut bis jetzt schon mal sehr interessant aus. Müssen wir mal gucken, wie wir die die Seifenblasen oder Luftblasen oder was auch immer das für Bubbles sind, nutzen. Auf jeden Fall erstmal hier runter. Hier kann ich ja schön hängen und baumeln. Ui, das wippt ganz stark. Uiuiui, okay. Ah, hier kann ich das wirklich gut nutzen, die Bubbles. Uiuiui, okay. Wie läuft das hier ab? Also, hier haut es Stein auf Stein. Da muss man schnell sein. Hüpfen wir mal rüber. Weg mit dem. Weg mit dem. Hoffentlich kommen die nicht unendlich. Hoch geht's, oder? Jawohl. Volle Konzentration. Ich hätte gerne mal wieder eine Murmel. So. Also. Das ist so eine Art Lift. Auf den kann man drauf springen. Ich habe gedacht, der Glibber ist. Oh, ich habe mich nicht festgehalten. Der Glibber ist auch in den Schalen drin. So, weiter geht's. Schon sind wir wieder da am Lift des Glibbers. Und. Oh nee, oh nee, oh nee. Das war ganz schön knapp. Dann steigen wir da in eine Blase ein, oder? Platzt die hier. Ja, sehr gut. Schönes Level, gefällt mir bis jetzt. Rüber. Großer Sprung. Hier derselbe Spaß. Ganz schön weit weg. Oh, ich bin daneben gesprungen. Warum denn das? Ist mir gerade gar nicht aufgefallen. Ist das ein bisschen nach hinten versetzt oder? Nee, was ist denn da los? Das müssen wir jetzt mal genau anschauen. Ist irgendeinem Grund, muss ich da mich so nach hinten drücken, oder wie? Ah ja. Okay. Puh. Gar nicht so einfach zu erkennen. Weiter geht's. Oh, und hier? Hier geht's nicht entlang. Hier muss ich anscheinend da drauf hüpfen. Und... Oh. Okay, okay, okay. Gar nicht so einfach. Ich hüpfe da jetzt drauf. Jawohl, alles klar. Auf jeden Fall schön gemacht. Speicherpunkt mitnehmen. Hier werden wir nicht weiterkommen, oder? Oh doch, was ist das? Was ist denn das hier? Habe ich auch noch nie gesehen. Können wir in dem reinhüpfen, oder was ist los? Ah, ui, aber eigentlich will ich das haben, was der da hat. Aber das hast du ja nur eine halbe Sekunde Zeit, wenn überhaupt, oder? Und es geht auch nicht immer auf, oder? Ah, ich gehe weg. Geht auf. Muss man das zu zweit spielen? Ja, das schaffe ich, glaube ich, nicht. Na gut, weiter geht's. Springen wir mal in eine Blase rein.
bringt uns nach oben. Oh, oh nein, und die platzt jetzt genau an der falschen Stelle. Ei, gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Jetzt wissen wir es besser. Zack. Platzt. Und hier müssen wir wirklich aufpassen. Da hoch an den Schwamm. Ui. Schön gemacht. Aber wahrscheinlich hier müssen wir dann doch die Blase nutzen, oder? Ja. Ich glaube schon. Okay. Ja, nicht so einfach. Großer Sprung. Hopp. Oh, wieder nicht. Jetzt wird die Luft aber langsam dünn. Sind wir doch schon oft genug drauf gegangen. So, raus da. Er hält sich fest. Schaukeln wir mal ein bisschen. Vielleicht klappt es mit dem nächsten. Nee, da ist das Timing auch nicht gut. Auch nicht. Jetzt könnte es was werden. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Wow. Wirklich toll und kreativ gemachtes Spiel. Macht richtig Laune. Es ist auch überhaupt nicht so, dass man da irgendwas vorhersehen könnte, so wie in anderen Spielen. Man sagt, naja, das ist ja so und so. Oh, da gibt es viele tolle Items, aber Leute, wir müssen unsere Leben sparen. Okay, hier schwimmen wir anscheinend auf einem Lachsboot irgendwo hin. Machen wir das mal. Schaut rutschig und schmierig aus. Das wird jetzt wahrscheinlich ein wilder Ritt, oder? Okay. Doch schneller als gedacht. Speicherpunkt. Okay, wenn wir jetzt hier reinspringen, fluppen wir darüber. Das müssen wir auch so timen, dass wir nicht gleich erschlagen werden. Okay, super. Hat klasse funktioniert. Noch so eine Raupe. Wie geht's weiter? Ah, da ist ein Gitter. Alles klar. Lässt er uns in Ruhe? Ja, lässt er. Toll gemacht. Wirklich klasse. Da geht's nicht weiter. Das bedeutet, wir steigen da mal aus. Und hüpfen rüber, oder? Alles klar. Super, wunderbar. Bis jetzt funktioniert es ja doch einigermaßen gut. Wie schaut es hier aus? Einmal da rüber springen, oder? Und, und dann in eine Blase rein, oder? Okay, ist nichts geworden. Da muss das Timing auch stimmen. Da kommen wir gar nicht hin, oder? Nee, wir kommen da gar nicht hin. Da müssen wir von anders da irgendwie an die Blase kommen. Was? Das klappt doch nie im Leben, oder? Oder hüpft er dann höher? Ja, dann hüpft er höher. Komm, komm, komm. Sehr gut. Haben wir das auch geschafft? Ne, haben wir nicht geschafft. Ah, okay. Oh, oh. Manchmal passieren echt Sachen, da bin ich überrascht, dass die klappen. Und dann gibt es wieder Sachen, die auch zum 100. Mal nicht funktionieren. Aber schaut gut aus. Da wäre was gewesen, was man zu zweit spielen kann. Aber wie schon mal in einem anderen Video erwähnt, da machen wir komplett hier mal so ein paar Folgen nur Multiplayer. So, Speicherpunkt. Okay. Ich bin am Überlegen, wie das jetzt geht. Also. Da kommt er nicht rauf. Das bedeutet. Sehr schön. Bisschen instabil hier zu hüpfen. Haben wir auch. Und was passiert? Hoch am Schwamm. Oh. Kann ich das irgendwo einhaken? Nee. Wie funktioniert das? Hier muss ich ja ultra schnell sein. Ich lass los, renn rüber. Einmal. Das weiß ich gar nicht, wie das hinhauen soll von der Zeit. Das ist doch viel zu wenig Zeit, wenn das Ding sich da gleich irgendwie wieder runter runterdrückt hier. Kann man da irgendwie so schön rüberschwingen?
weiß nicht, wie das geht, Leute. Das haut nicht hin von der Zeit. Ist da noch irgendwas, was man beachten muss? Ach, hier, das ist ja sogar wieder Multiplayer. Das ganze Ding anscheinend. Jetzt, ich muss nach links laufen. Jetzt wissen wir weiter. Oh, 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 oh. Okay, ich muss auf die Raupenplattform. Nein, nein, nicht schon wieder. Bitte nicht, bitte nicht. Okay. Einmal. Wo müssen wir raus? Da. Alles klar. Ah, draufgegangen. Gar nicht schön. So, nächster Schwamm. 1, 2, 3 und Schwamm. Aber gefällt mir wirklich gut, das Level. Also, wir schaukeln ein bisschen. Vielleicht klappt das mit der Landung. Jawohl. Oh, aber... Oh, mich ärgern immer die Leichtsinnsfehler am meisten. Also, die müssen nicht sein. Aber sind leider doch viel zu oft. Okay, aber jetzt ist hier wenigstens die Plattform frei zum Springen. Okay, wenn ich hier entlang gehe, geht's auf. Das bedeutet, ich kann wahrscheinlich einfach da durchrennen, oder? Sehr schön. Okay. Nächster Sprung. Oh, oh, okay. Da kommt die Magensäure hoch. Einmal, zweimal, dreimal. Komm, spring, kleiner Held. Oh, oh, okay, darauf. Nein, ich hab's verpasst. Okay, wir wissen, darauf und dann geht's nach links und rechts, nach oben. Weiter geht's. Achtung, der Magen grummelt. Jetzt haben wir den kleinen Vorteil. Gibt keinen Überraschungseffekt mehr. Oh, aber viele Fehler darf die hier wirklich nicht erlauben. Oh weh. Nein, was ist denn passiert? Das ist ja der Wahnsinn. Achtung. Grummel, Grummel. Sprung, Sprung, Sprung. Grummel, Grummel, Sprung. Wir schweben los. Grummel, Grummel. Wir fliegen. Leider wieder nichts geworden. Oh, ja, das könnte hier noch richtig knifflig werden. Sachen so auf Zeit, die sind gar nicht meins. Achtung, und hoch geht's. Okay, jetzt haben wir hier schon den Fehler, dass ich da zu langsam war. Achtung, jetzt volle Konzentration. Grummel, Grummel. R-Taste gehalten. Sprung, Sprung, R-Taste, passt, darauf, Sprung, der kleine Held springt, jetzt müssen wir schnell sein, er springt wieder und hier müssen wir ganz, ganz schnell sein, jawohl. Und was jetzt? Oh Mann, ich weiß nicht, wie das, wie soll man das können auf Anhieb, wenn man das nicht weiß, dass da oben scheiß Schwämme sind? Das regt mir auf. Ich würde interessieren, ob das einer auf Anhieb hinbekommen hat. Okay, volle Konzentration. Wir wollen ja hier weiterkommen. Oh, okay. Ach ja. Oh, also, letztes Leben. Wenn wir da drauf gehen, dann gehen wir da drauf. Einmal, zweimal, dreimal. Viermal. Hüpfen. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Da, kleiner Hops. Okay, wie geht's weiter? Mist. Ich glaube, das war's, oder? Ich glaube, das war's. Ja, liebe Leute, habt ihr gesehen, ich habe es nicht hinbekommen,
aber ich werde mein Bestmögliches geben, dass ich es hinbekomme. Einfach Folge 18 einschalten, dann machen wir dort weiter, wo wir gerade draufgegangen sind. Vielen Dank fürs Reinklicken. Ciao, bis zum nächsten Mal.